Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Tide, Tasmanian Tiger. Und ich habe jetzt noch ein paar Einstellungen am Mikrofon getroffen. Okay, gut. Ich habe noch ein paar Einstellungen am Mikrofon getroffen, damit ich eine bessere Aufnahmequalität erreiche. Und ich denke, das habe ich jetzt geschafft. Ich habe das Mikrofon ein bisschen Stoff abgedeckt, du musst nicht laufen. Ich habe das Mikrofon mit ein bisschen Stoff abgedeckt. Ich glaube, 3 Schichten Stoff. Dazu halte ich das Mikrofon jetzt ein bisschen näher an meinen Mund. Dazu noch die Einstellungen ein bisschen geändert. Die Dezibelzahl erhöht, die Lautstärke habe ich ein bisschen gesenkt. Und den Pegel bei meinem Mikrofon selbst auf High gestellt. Und ich denke, ich habe jetzt noch ein paar Testläufe gemacht und ich denke, die Qualität ist gut. Ich hoffe jetzt, dass es auch im Video einigermaßen gut ist. Und ja. Mein Controller hat ein bisschen Probleme momentan. Ich hoffe, das ändert sich noch. Gut, schauen wir mal. Was müssen wir überhaupt noch alles machen? Dreimdopale und 5 Bilbies. Das kann ich auch später noch machen und dazu noch ein paar Zahnräder. Gut, ich denke fürs Erste ist dieses Level ja eigentlich geschafft. Vorerst, ich kehre dann später nochmal hierhin zurück. Aber jetzt möchte ich zuerst mal zum Boss gehen und ich denke dann werde ich, wenn ich alle 9 Levels fertig habe und bevor ich zum Boss gehe, werde ich dann noch alle Amulettsteine holen. Soweit so gut. Also, zurück zu den Regenbogenklippen. Da sind wir wieder. Ich denke, die Maschine von Julius sollte jetzt funktionieren. Wahnsinn, kleiner Tai. Machen wir uns an die Arbeit. Ich habe den Talisman erfasst. Das sollte richtig einfach werden. Ja, tatsächlich. Leichter geht es gar nicht. Mann, oh Mann, Smea. Mit dem Cyborg-Hai. Und da wird einfach mal überhaupt keine Erklärung abgegeben. Muss einfach irgendwie funktionieren. Gut, wie ich sehe, haben wir Fleisch. Dazu müssen wir noch wissen, wo der verdammte Hai ist. Muss nur noch testen, ob meine Boomerangs funktionieren, weil die Viereck-Taste klemmt ein bisschen. So, jetzt muss ich langsam herausfinden, was die Aufgabe ist. Gut, da ist jetzt Fleisch. Das war, glaube ich, nicht die Aufgabe. Gut, dann habe ich es mal vergeigt fürs Erste. Ich habe es ja auch schon ewig nicht mehr gespielt oder so. Von dem her muss ich zuerst rausfinden, wie das Ganze funktioniert. So klappt's nicht, ne? Schauen wir uns noch ein bisschen um. Wir haben noch mehr Fleisch. Wir haben noch mehr Fleisch.
gute Frage. Ich werde mal dieses Fleisch anzünden hier und werde mich dann mal im Wasser umsehen. Das war eine schlechte Idee. Nichts, was helfen könnte. Nichts, was irgendwie helfen könnte. Da muss ich hier zu mir locken. Okay, zu weit weg. Versuchen wir es nochmal. Bringt genau nichts. Es bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Keine Ahnung, was ich machen soll. Leuchtturm. Ich dachte, es gäbe irgendwo Gasflaschen, die man anzünden könnte, aber offenbar täusche ich mich da. So, ich bin jetzt hinter dem Zaun, ich kann mal da mal ein bisschen umschauen, vielleicht findet man da irgendwas. Dem scheint nicht so. Nein, da ist nichts Nützliches zu finden. Außer vielleicht diese Hütte hier, die war auch nicht unbedingt gerade nützlich. Also, irgendwas muss es doch hier geben, damit ich den besiegen kann. Nur, was ist es?
hier nichts tun. Zumindest nicht so. Irgendwas. Irgendwas muss es doch geben, dass ich, damit ich ihn besiegen kann. Kannst du das gleich nicht vorher ab? Schwierig. Vielleicht wenn ich mehrere auf einmal anzünde. Und nochmal ins Wasser. Muss irgendwas geben hier. Stimmt nur schlecht geschaut. Ah. I see. Irgendwo ist jetzt die Gasflasche. Genau hier. Und wenn sie dann in der Schnauze hat, muss ich sie anzünden. Zumindest sollte man das. Ich hab's nicht geschafft. Schade. Aber er hat sich ja auch genau abgewendet. Wie soll es da auch gehen? So. Warten wir kurz. Da kann ich ihn gar nicht anzünden. Komm her! Wie soll ich ihn da anzünden? Vielleicht muss ich es vorher machen. Keine Ahnung.